Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger. Wir werden heute gemeinsam auf 30 times Animals messed up with the wrong opponent reagieren, meine Freunde. Also auf Deutsch übersetzt, 30 Mal als Tiere mit dem falschen Gegner sich angelegt haben. Ich bin sehr gespannt, Leute. Wir starten rein, lasst ein Like und ein Abo da und let's go mit dem Video. Dog learned its lesson the hard way after attacking an electric eel, only to get violently snapped. Oh, ein Zitteraal. Oh nein, der arme Hund. Oh, shit. Er hat einen Zitteraal. Die sind ja so elektrisch geladen gebissen. War der falsche Gegner. Wow. Krass. Das ist ja nicht mal ein großer Bär gewesen. Hat die Tiger weggemacht. Lol, der Jaguar greift das Stacheltier an. Und er kann einfach nichts machen, weil er sich stachelt daran. Oh, aua, der hat einen Stachel in der Pfote. In an epic display of bird-on-bird crime, this crane almost loses its head when it attempts to snatch the food of a hungry eagle. Boah. Alter, der Adler hat mal zugepackt. Mongoose is a full-on killing machine after defeating a hissing black mamba snake with lightning-fast reflexes. Krass. Der Dachs, ich meine, so Dachse sind ja auch voll die Fleischfresser, voll die Jäger, die essen so Mäuse und sowas, aber ich glaube mit der krass, hat er Hops genommen. Ah, den Clip kennt man. Der Typ einfach dem Känguru eine Bombe gibt. So einen auf, lass meinen Hund in Ruhe, Junge. This hungry lion unsuspectingly gets launched into a series of backflips and barely escapes death after stalking. Also der Löwe greift da irgendwie keine Ahnung was für ein Vieh an. Wow, und dann kommt aber mal kurz der Chef. Und wirft den mal komplett weg. Display of bait and switch. This sneaky orca whale acts as if it's sharing its food with a bird, only to turn the bird into a midday snack. Und der Vogel ist weg. Apparently, bullies exist in nature too, because this adorable baby koala gets violently rejected by an older koala, and its reaction will break your heart. Oha, Koalas, die sich streiten, habe ich auch noch nie gesehen. Ist doch nicht, dass Koalas so solche Geräusche machen. Hä? Okay, ein Hühnchen legt sich mit einem Pferd an. Also wenn das gleich mal nicht weggekickt wird. This dog's bark is definitely worse than its bite, as it cowardly retreats after messing with a massive iguana. Mit was für einem Ding hat sich der Hund angelegt? Mit irgend so einer Eidechse oder sowas, keine Ahnung, mit so einer großen. Who needs a fishing pole and a boat when you've got a piece of bread, a razor sharp beak and rapid fire fishing skills? Was macht der Vogel da? Boah. Alter, der Reflexe. This gazelle that's minding its own business. Oh, eine Gazelle. Boah. Alter, habt ihr gesehen, wie der Löwe angefetzt gekommen ist? Here's a bald eagle calling for backup after a fox tries to invade the nest. And the mama eagle was not having it. Also Adler sind auch krasse Vögel, Alter. Die haben richtig was drauf, ey. Da versucht gleich ein Vogel das Nest. Ah ne, das hat man schon gesehen. Into a ferocious aquatic killing machine when it leaps into the river and latches onto the jugular of an equally ferocious crocodile. Schlechte Idee, Bro. Schlechte Idee. Hä? LOL? Das hätte ich echt nicht gedacht, dass der Jaguar gegen das Krokodil im Wasser gewinnt. Ich dachte jetzt schon, der Jaguar ist weg. Das war unerwartet. Wow! Alter, so eine kleine, was ist das, französische Bulldog oder so? Verscheucht da gerade zwei Bären, Alter. Was ist das für ein krasser Hund? Doggy just wants to mess around with a kangaroo and almost gets drowned to death in the process. Hund gegen Känguru. Wow. Der würgt den voll.
Wrong place at the wrong time for this defenseless baby chick that gets snapped up and eaten by a hungry horse like a tasty snack. Seit wann ist... Seit wann essen Pferde denn Fleisch? Das hat gerade einfach so ein Babyküken gegessen. Was ist das denn für ein Pferd? When this rhino and its baby decided to take a dip in the local pool, a moody elephant rolls up and nearly tramples them to death for no good reason. Oh my god, baby. Boah. Einfach Pferd gegen was rede ich da? Elefant gegen Nashorn. This hungry cheetah does a backflip in order to snag a nimble monkey that's fighting for its dear life. Wow. Check, schau mal, der Jaguar, der macht einen Backflip und fängt in der Luft den Affen. Ist das Jaguar oder was ist das? Cheetah? Ist das Jaguar? Oder nee, Gepard ist das, oder? Wow. Boah, hops genommen. Und, Alter, das überlebt er nicht, dieser Gepard. Alter, wie krass. Da kommt einfach so ein Falken an, will das Hühnchen sich schnappen und der ganze Bauernhof kommt und hilft, so eine Ziege und so. Auf Ehre. After defeating a venomous snake in a battle of epic proportions, this mouse with ninja-like skills kicks dirt in the face of its slain opponent. Krass. Evidently, this fox was not in the mood to share his lunch and gets taken for a death-defying ride by a gigantic bald eagle and ends up victorious. Alter, der Vogel hat seine Beute gehabt und der Adler kommt einfach und schnappt dann den Fuchs. Just one tiny bite of an electric eel is all it took to end the life of this unsuspecting alligator. Schon wieder so ein Zital. Der beißt den Alligator und kriegt jetzt aber einen Stromschlag. Krass. This silly pit bull nearly loses its life when it chooses to lock horns and gets plowed. Die Elektroschocks, die verteilen können, sind schon wild. Jesus Christ, Richard! Sorry, Mom. In a crazy battle that lasts for 15 minutes, a mama sloth bear managed to save the life of its cub by facing off with a savage lion. Das ist zwar kein Lion, sondern ein Tiger, aber Alter, Leute, ein Bär kämpft gegen einen Tiger. Also zwei übelst gigantische Tiere. Über 15 Minuten haben die sich gefightet, weil diese Bärenmama, die verteidigt ihr kleines Kind gegen den Tiger. Krank, Mann. Ja, bei Kindern da verstehen die Mamas keinen Spaß. Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crimex.